Liebe Zuschauer, ich freue mich wahnsinnig, dass ich Ihnen hier das heute präsentieren kann. Er ist nun endlich fertig. Unser Kalender für das Jahr 2022 mit dem Titel Kirchen im Erzgebirge. 24 Seiten voller einmalig schöner Fotos aus und von Kirchen, in denen in der Vergangenheit unser Fernsehgottesdienst eine Rolle gespielt hat. Liebe Zuschauer, Achtung, die Stückzahl ist limitiert auf nur 1000 Stück. Und für nur 15 Euro sind Sie schon dabei. Also zögern Sie nicht lange. Sichern Sie sich Ihr Exemplar des Kalenders für das Jahr 2022 mit dem Titel Kirchen im Erzgebirge. Mit dem Geld unterstützen Sie also die regionalen Fernsehgottesdienste, dass auch diese in Zukunft weiter gedreht und an Sie gesendet werden können. Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich diesen einmalig schönen Kalender Kirchen im Erzgebirge. Erhältlich sind diese im MyBook Store in Marienberg, in den Kirchgemeinden hier bei uns im Sendegebiet, in den Servicebüros von Erznet und natürlich bei uns hier im Funkhaus in Marienberg auf der Dörfelstraße. Es ist Dienstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 7. Dezember 2021. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Eine schwierige wirtschaftliche Entwicklung oder auch ein unvorhersehbares Ereignis kann Kurzarbeit in Ihrem Betrieb notwendig machen. Mit Kurzarbeitergeld können die daraus folgenden Entgeltausfälle in Teilen ausgeglichen werden. Betriebe können Kurzarbeitergeld unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 24 Monate lang erhalten. Kurzarbeitergeld erfordert, dass der Betrieb bestimmte Voraussetzungen erfüllt. So müssen zum Beispiel mindestens 10% ab 1. Januar 2022 mindestens ein Drittel der Beschäftigten einen Entgeltausfall von mehr als 10% haben. Die Angestellten müssen Überstunden und positive Zeitguthaben abgebaut haben. Ja, und die Beschäftigten erhalten 60% des Nettoentgeltes als Kurzarbeitergeld. Beschäftigte mit mindestens einem Kind 67%. Für Beschäftigte, deren Entgelt im jeweiligen Kalendermonat mindestens die Hälfte verringert ist und die spätestens im März 2021 erstmalig Kurzarbeitergeld erhalten haben, gilt, ab dem vierten Bezugsmonat beträgt das Kurzarbeitergeld 70%, mit mindestens einem Kind 77%. Ab dem siebten Bezugsmonat beträgt das Kurzarbeitergeld 80% des Nettogehaltes, ja und mit mindestens einem Kind 87%. Wer als Arbeitgeber jetzt denkt, es geht so weiter wie bisher, der täuscht sich allerdings gewaltig. Den Arbeitgebern werden ab dem 1. Januar 2022 die von ihnen während der Kurzarbeit allein zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 50% auf Antrag in pauschalierter Form erstattet. Bisher waren es 100%. Die Änderungen treten mit Wirkung vom 1. Januar in Kraft und enden am 31. März. Liebe Zuschauer, nun zu den regionalen Ereignissen. Der Olbernhauer Unternehmer Dr. Horst Jämlich ist im Alter von 77 Jahren am vergangenen Wochenende verstorben. Günter Langer hat einen Rückblick auf das Schaffen und Wirken Horst Jämlichs zusammengestellt.
Wir könnten ihn noch in dieser Kalenderwoche bei uns im Mittelerzgebirgsfernsehen unter der Rubrik Historisch erleben. Als Vorsitzender des mittelständischen Wirtschaftsvereines von Eulbernhau hat er uns über die Aktivitäten des Weihnachtsmarktes 1996 informiert. Zu seinem 75. Geburtstag am 21. Februar 2019 gab es viele Gratulanten. Er selbst saß bereits im Rollstuhl, gezeichnet von einer unheilbaren Krankheit. Am Wochenende ist er nun verstorben, Dr. Horst Jämlich, im Alter von 77 Jahren. Aus meinen umfangreichen Archivaufnahmen, den Horst Jämlich mit seinem Gartenmarkt auf der Freiberger Straße, habe ich über viele Jahre mit Kamera und Mikrofon begleitet, habe ich einige Szenen herausgesucht. Meine erste Begegnung mit Horst Jämlich hatte ich im August 1994. Da feierte er mit seinem Vater und der Belegschaft ein Jubiläum. Meine lieben Zuschauer, anlässlich unseres 120-jährigen Firmenjubiläums wurden uns zahlreiche Glückwünsche von unseren Geschäftspartnern, Kunden und Freunden überbracht. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, gemeinsam mit meinem Vater, mich bei allen Gratulanten ganz herzlich zu bedanken. Dieses Jubiläum ist für uns sowohl ein Rückblick auf schwierige Zeiten als auch ein Ausblick auf eine Profilierung im Dienste des Kunden. Ganz schlimm hatte es ihn und natürlich alle Händler und Fachgeschäfte in der inneren Grünthaler Straße im August 2002 getroffen. Die Hochwasserflut hatte enorme Schäden hinterlassen und er hatte hier ein Fachgeschäft. Von den Ereignissen stark mitgenommen, sagte er mir damals als Chef, als Vorsitzender des mittelständischen Wirtschaftsvereines. Horst Jämlich, als Vorsitzender des mittelständischen Wirtschaftsvereins haben Sie natürlich auch jetzt schon mal einen Rundgang gemacht. Wie ist Ihr Eindruck? Katastrophal, anders kann man es nicht sagen. Wir stehen im Grunde genommen seit Montag unter Schock. Es ist noch nie so eine Hochwasserkatastrophe in Eulbernhau gewesen. Und das Schlimme ist, es ist die gesamte Innenstadt betroffen, auch viele Betriebe außerhalb, also nicht im Zentrum. Und es ist für uns das wirtschaftliche Leben chaotisch. Und das Schlimme ist, dass über 90% der hier in der Innenstadt ansässigen Händler keine Versicherung hierfür haben. Das heißt, im Normalfall, die Kredite, die sie vor Jahren aufgenommen haben, noch nicht zurückgezahlt, bleiben zu ihren Lasten und alle jetzigen Schäden. Und hier ist wirklich die Regierung, der Staat gefragt, allen zu helfen. Es ist wichtig, dass die Innenstadt von Eulbernhau und auch die Produktionsbetriebe lebensfähig bleiben, dass die Wirtschaft hier weitergeht. Nicht, dass wir hier einem Chaos entgegengehen, sondern dass jeder seine individuelle Chance bekommt, weiterzumachen, weil sonst, was soll aus Eulbernhau werden? Besondere Veranstaltungen waren meist im April der Start in den Frühling, aber auch der Adventsmarkt Ende November wurde zu einem Ort der Begegnung. Zum traditionellen Adventsmarkt gehört natürlich auch Kinderpunsch, Glühwein, Stollen und Speckfettbämmen. Den Erlös aus diesem Bereich verwenden wir für wohltätige Zwecke jedes Jahr. Dieses Jahr geht der Erlös an den Kindergarten Schwalbennest in Eulbernhau-Lindenstraße. Bis ins Jahr 2016 war er der Vorsitzende des mittelständischen Wirtschaftsvereines der Stadt Eulbernhau. Liebe Gewerbetreibende und Gäste, zu Beginn möchte ich über einige Aktivitäten unseres mittelständischen Wirtschaftsvereins berichten. Der gemeinsame Neujahrsempfang des Wirtschaftsvereins und der Stadt Eulbernhau ist für alle Gewerbetreibenden eine gute Gelegenheit, um mit den politischen Mandatsträgern ins Gespräch zu kommen und Chancen und Probleme direkt anzusprechen. Unser Nachruf an Dr. Horst Jämlich, geboren am 21. Februar 1944, verstorben am 4. Dezember 2021 im Alter von 77 Jahren. Das von ihm und seinen Mitarbeitern geschaffene Leistungsspektrum in puncto Gartenmarkt, Floristik, aber auch Grabpflege wird in seinem Sinne natürlich weiter gepflegt. Die Corona-Zahlen im Erzgebirge stagnieren momentan, was aber nicht bedeutet, dass es sich entspannt. Aktuell belegt der Erzgebirgskreis den 12. Platz im deutschlandweiten Ranking. Die Inzidenz liegt bei 1283,8, Tendenz fallend. Deutschlandweit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 432,2.
Die derzeitige Situation ist Nährboden für Spekulationen und gefährliches Halbwissen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht einfach, jemand zu finden, der bereit ist, über das Thema öffentlich zu sprechen. Wir haben eine Ärztin und eine medizinische Fachkraft gefunden, die uns in ihrer eh schon knapp bemessenen Zeit Rede und Antwort gestanden haben. Wir zeigen Ihnen hier einen Ausschnitt aus dem Interview. Ja, und das komplette Interview sehen Sie dann im Anschluss an diese Nachrichtensendung. Sandra Schröder und Katlin Schwalbe, ich freue mich, dass ihr trotz eures stressigen Berufes die Zeit gefunden habt, bei uns hier in Marienberg im Studio vorbeizuschauen. Man sieht es an der Kleidung, ihr kommt aus der medizinischen Fakultät. Wie sieht es denn aktuell aus, eure Arbeit? Was macht ihr den ganzen Tag? Ich rede erst mal von meiner Arbeit als Chef. Der macht ja grundsätzlich weniger als das Fußvolk. Und dann darf die Kathleen mal darüber reden, was so noch weiter unten los ist. Weil Patienten unterscheiden schon, ob sie mit einem Arzt reden oder ob sie mit einer Fachkraft reden. Na, also seit anderthalb Jahren arbeiten wir quasi durch unsere Praxis. Aber nicht nur unsere. Ich denke, das machen alle anderen ambulanten Ärzte mittlerweile auch. Unsere eigentliche Arbeit war früher, Patienten kommen wegen Bluthochdruck, Zucker, Rückenschmerzen, Kinder, die haben wir tagsüber behandelt. Wir konnten Hausbesuche fahren, Pflegeheime fahren. Wir hatten immer gut zu tun, aber es war entspannt. Unsere Praxis wird von zwei Chefs geführt, meinem 72 Jahre alten Vater und mir und insgesamt 6 Angestellten. Mittlerweile ist unsere eigentliche Hausarzttätigkeit nur noch Randgruppe. Also wir gestalten unsere hausärztliche Tätigkeit um die Infektionssprechstunde drumherum und ums Impfen drumherum. Also die eigentliche hausärztliche Tätigkeit leidet und die Patienten sind genervt. Also man merkt das auch, da kann die Kathleen Narrath noch mal was dazu sagen, wenn es ums Telefonieren geht. Bei uns steht das Telefon nicht still. Also es klingelt permanent, die Patienten sind dünnhäutiger geworden, wir erleben Anfeindungen, viele Patienten entschuldigen sich hinterher, manche spreißeln weiter und das geht an die Substanz. Also wir haben Mittagspausen durch die Infektionssprechstunden, das läuft bei uns von 7 bis 10 haben wir normale Sprechstunde und ab 10.30 Uhr machen wir Infektionssprechstunde, weil wir können die ja nicht mischen. Also ich habe jetzt nicht ein Wartezimmer, wo ich nur die Infekten reintue, weil ich ja auch nicht weiß, was die alles haben könnten. Und dafür brauche ich 6 Mann Personal für 2 Stunden. Mein Vater mit einer Fachkraft zum Blutabnehmen, behandeln. Ich mit einer Fachkraft. Einer, der an der Anmeldung sitzt und die Telefongespräche entgegennimmt, weil wir die Leute ja einzeln reinholen. Und einer, der quasi ähnlich wie bei einem Drive-In auf dem Parkplatz nur die Stäbchen in die Autos hält für die Leute mit einem positiven Schnelltest ohne Symptome. Weil jeder positive Schnelltest muss ja mit einem PCR-Test bestätigt oder widerlegt werden. Also das ist mein Personal in der Infektionssprechstunde. War früher nicht so. Also die Leute arbeiten am Limit. Da geht keiner unter 8 Stunden nach Hause. Selbst die für weniger als 8 Stunden beschäftigt sind. Und wenn man wirklich immer nur ackert und den Patienten, wir informieren ja die Patienten über die Laborwerte. Mein Vater steht früh um 3 auf und arbeitet die Laborkarten durch. Die bleiben ja über den Tag liegen. Weil wir fangen dann 14 Uhr mit der normalen Sprechstunde wieder an. Und ab 17 Uhr, 16.30 Uhr haben wir vielleicht montags, weil die nicht reichen, nochmal die Infektionssprechstunde. Und dann müssen wir aber auch irgendwo noch das Impfen unterkriegen. Also uns geht einfach der Tag aus. Und das jeden Tag. Und wenn dann die Kathleen oder auch die anderen am Telefon sitzen, die Leute informieren müssen, dass die Tests positiv sind, dass wir nicht genug Impfstoff bekommen. Für nächste Woche haben wir zum Beispiel 18 Impfdosen weniger als bestellt.
oder irgendwelche Befunde mitteilen, Diagnosen mitteilen, andere Termine ausmachen, dann sind die Patienten am Telefon oder die auch uns in der Praxis anrufen und Medikamente bestellen, entsprechend pumpig, könnte man das so nennen? Ja. Na? Wir können aber nichts dafür. Mhm. Na? Wir können wirklich nur effizient versuchen zu arbeiten, wo wir früher uns mit der 98-Jährigen im Hausbesuch ans Bett gesetzt haben und über Erinnerungen des Zweiten Weltkriegs geschwelgt haben. Das ist jetzt nicht drin. Na, also ich muss sehen, wo ich jetzt sozusagen die Zeit hernehme, um noch Hausbesuche oder Heimbesuche zu fahren. Also, und das machen wir seit anderthalb Jahren. Wie gesagt, das komplette Interview sehen Sie dann gleich im Anschluss an diese Nachrichtensendung. Dann geht es auch um die verschiedenen Impfstoffe und deren Eigenschaften und den Alltag der Hausärzte. Also es ist sehr interessant und Sie sollten das nicht verpassen. Ja, und damit geht es rein in unseren Service-Blog mit dem Regionalwetter und den Blick in die Polizeiberichte. Pockau-Lengefeld, Ortsteil Wünschendorf. Eine 48-jährige Autofahrerin befuhr am 5. Dezember 2021 gegen 18 Uhr die Augustusburger Straße in Richtung Börnichen. In einer Linkskurve kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, streifte einen Baum und kippte im angrenzenden Graben auf das Fahrzeugdach. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.500 Euro. Die Frau blieb augenscheinlich unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor zur Blutentnahme. Ein mit ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Für die deutsche Staatsangehörige folgten die Sicherstellung ihres Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der heutige Tag war recht angenehm, also bis auf den frischen Südostwind. Der sorgte dafür, dass in den Kammlagen der böhmische Nebel regierte. Dort war dann nichts von der Sonne zu sehen. Weiter unten war es dann, wie schon gesagt, ganz passabel. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet wolkig mit gelegentlichem Blick auf die Sterne und die zunehmende Sichel des Mondes. In den Höhenlagen scheucht der stramme Wind den böhmischen Nebel über den Kamm. Ja, Schnee ist nicht zu erwarten, das Niederschlagsrisiko liegt bei nur 5%. Ja, und die Nachttemperaturen liegen bei 0 oder darunter. In Olbernhau-Grüntal an der Seigerhütte sind es minus 2, minus 1 Grad. Dazwischen bewegt sich's. In Marienberg am Goldkinstein übernachtet das Quecksilber bei minus 3 bis minus 1 Grad. Und in der Motorradstadt steht der dicke Heinrich bei minus 1 bis 0 Grad herum. Der Wind weht, wie schon angedeutet, in stürmischen Böen mit bis zu 69 km pro Stunde aus südöstlicher Richtung. Morgen am Mittwoch beginnt der Tag mit stürmischen Böen. Der Himmel zeigt sich dabei bedeckt und mit dem Wind kommt dann auch Schnee hereingezogen. Ab Mittag fallen die Flocken selbst bis in die tieferen Regionen. Das Niederschlagsrisiko liegt dann bei 90%. Gegen Abend beruhigt sich das Ganze dann wieder und bedeckt geht es in die Nacht hinein. Ja, und damit bekommt die Sonne wieder mal einen Fehltag eingetragen, denn sie ist fast nicht zu sehen. Ja, bedeckt und niederschlagsfrei geht es dann in die Nacht hinein. Die Temperaturen fallen morgen wie folgt aus. In Deutschneudorf, oben an der Grenze zu Böhmen, werden Werte zwischen minus 4 und minus 1 Grad erwartet. In Pobersau am steilen Aufstieg verharrt das Quecksilber bei minus 3 bis minus 1 Grad. Und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, bleibt es mit minus 2 bis maximal plus 1 Grad pro Frost. Also um das Wort arschkalt nicht zu gebrauchen. Der Wind weht am Vormittag in kräftigen Böen mit bis zu 50 km pro Stunde, später dann nur noch leicht mit um die 10 km pro Stunde aus Süden. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist folglich richtig der Donnerstag.
Der Donnerstag, den wir gestern als bedeckt abgestempelt haben, wird nun doch wolkig mit sonnigen Abschnitten. Schneefall ist dabei gleich null. Minus 2 bis plus 2 Grad gibt es bei einem leichten Wind aus Süden. Und es geht heiter weiter. Der Freitag bekommt nun den Titel schönster und wärmster Tag der Woche. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt und die Sonne spielt wieder mal im Wettergeschehen eine Rolle. Bei minus 4 bis plus 2 Grad weht der Wind weiter leicht aus Süden. Nun, wie das dann sich so weiterentwickelt, beziehungsweise den ersten vorsichtigen Blick aufs anstehende Wochenende, den werfen wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's nämlich erstmal hier aus dem Regionalwetterstudio. Ja, das war's dann auch schon vom Dienstagsmedional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.mef-line.de und oder glückauf.tv. Ja, und abschließend noch der Hinweis, wo Sie Ihre besten Fotos hinsenden können. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und mit den Fotos von Frank Körner sage ich auf Wiedersehen. Liebe Zuschauer, ich freue mich wahnsinnig, dass ich Ihnen hier das heute präsentieren kann. Er ist nun endlich fertig. Unser Kalender für das Jahr 2022 mit dem Titel Kirchen im Erzgebirge. 24 Seiten voller einmalig schöner Fotos aus und von Kirchen, in denen in der Vergangenheit unser Fernsehgottesdienst eine Rolle gespielt hat. Liebe Zuschauer, Achtung, die Stückzahl ist limitiert auf nur 1000 Stück. Und für nur 15 Euro sind Sie schon dabei. Also zögern Sie nicht lange. Sichern Sie sich Ihr Exemplar des Kalenders für das Jahr 2022 mit dem Titel Kirchen im Erzgebirge. Mit dem Geld unterstützen Sie also die regionalen Fernsehgottesdienste, dass auch diese in Zukunft weiter gedreht und an Sie gesendet werden können. Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich diesen einmalig schönen Kalender Kirchen im Erzgebirge. Erhältlich sind diese im MyBook Store in Marienberg, in den Kirchgemeinden hier bei uns im Sendegebiet, in den Servicebüros von Erznet und natürlich bei uns hier im Funkhaus in Marienberg auf der Dörfelstraße.